Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Never. Ja, da sind wir wieder bei dem geilen Dämonen-Überlebenssimulator. Immer noch alleine. Aber ich kann euch sagen, wir sind nicht lange alleine, denn in der nächsten Folge sind wir schon zu zweit. Ich verrate euch jetzt natürlich noch nicht, wer es diesmal ist, denn wir haben ja mehrere Leute, die gleich Namen machen wollen. So, schon besser. Die vielleicht da mitmachen wollen. Und what the fuck, wieso habe ich keinen... Ich habe doch mit einem... Hä? Da steht's auch, Level 6 bin ich. Aber ich hab auf einmal kein Inventar mehr. Boah, ist ja scheiße. Weißt du, farmst du die Scheiße zusammen, preparest dich für die nächste Mission, dann spawnst du hier ohne irgendwas wieder, ne? Aber hatten wir so ein geiles Katana. Und wir haben rausgefunden, dass man geile Sachen kaufen kann. Die auch wirklich nützlich sind. Naja, oh, gucken wir mal, was anders noch. Character. Okay, die sind wohl geblieben, die Character Points. Ja, das ist normal, aber Inventar verliert man. Standard. Voll nett von denen. Oh, naja, Geld behält man ja auch immer. Ah, da ist schon ein Wagen. Gut, dann können wir schon mal hier uns ein wenig bereichern. Hoffen wir mal, dass hier irgendwas ist. Na? Search, gut, nicht aufschließen. Aufschließen habe ich nämlich keine Ahnung, wie man das irgendwie macht. Irgendwann werden wir es rausfinden. Vielleicht. Hoffentlich. Oh, und ich bemerke, es leckt ein klein wenig. Ein ganz klein wenig, ich glaube, ich habe noch einen Download laufen. Das ist natürlich ziemlich peinlich, aber... sofort wieder da, kleinen Moment. So, wieder da, Download gestoppt. Und jetzt können wir auch leckfrei zocken. Oh, geil, eine Bade... Was ist das? Ne, irgendein Behälter, ich dachte schon eine Badewanne. Cash. Oh. Ich frage mich, wie viel das ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld das eigentlich ist. 15? 15? Unlock, wunderbar. Ich hasse sowas. Unlocken. Ich habe keine Ahnung, wie man so Keys kriegt oder wie man die macht oder irgendwie, keine Ahnung halt, ja. Und noch dazu, ja, nervt halt einfach. Das hindert mich am Loot finden. Ganz oft. Ah, gucken wir mal. Spähen wir so ins Haus, ins Häuslein rein. Na, hier ist nichts. Yes. Hier sind noch keine Monster. Ah, okay. Der ist gerade von allein gelaufen. Ohne dass ich eine Taste gedrückt habe. Naja. Da hinten ist eine Kiste. Ja, Kiste. Meine Kiste. Alter. Scheiße. Was ist denn das alles für ein Zeug? Ah, das sah jetzt mega viel aus, aber das war eigentlich mega wenig. Gut, jetzt habe ich da viermal Scope. Auto-Mechanism. Barrel. Alter, ah, ja, das sah richtig aus wie drei Knarren oder sowas. Naja, schade. Jetzt haben wir nur irgendwie Bauteile. Wo geht's denn da lang? Darüber. Können wir hier dann. Eskorte. Mal gucken, was Eskorte ist. Ja, lass mal gucken, was denn das für ein Scheiß ist. Da steht da irgendeiner, der sagt, ja komm, nimm mich mit, Bitch. Und dann. Ja. Weiter da. Jetzt weiter da. Jetzt bin ich eigentlich genau drauf, ne? Läuft, ne? Was ist das selten für ein rotes Licht? Ich bin ein Fliege, ich werde von Licht angezogen.
Das heißt, wir gehen da hinten erstmal gucken, was da ist. Da war auch gerade Licht, oder? Da hinten ist so rotes Licht, so Suchlicht. Ah, das könnte dieser Köln-Komplex, Contest bei TFA. Ja, will ich aber gar nicht hin. Ich will lieber in die Stadt wieder. Also gehen wir da lang. So eine Brücke und ein Gebäude. Gebäude sind sicherer. Ich mag Gebäude viel mehr. Sind schön und alt und staubig. Yeah. Kleinen Moment. Und wieder da. Kurz hat was gebimmelt. Deswegen musste ich kurz den Ton beseitigen. Weil ich sowas natürlich nicht in der Aufnahme haben will. Ah. Wenn wir gut sind, schaffen wir es vielleicht sogar hier hochzukommen. Wir sind aber nicht gut. Wir sind scheiße. Da auch nicht. Boah, wie kacke ist denn der manchmal? Also von kranken Höhen runterspringen, so kein Problem, ne? Aber Stahlseil hoch... Stahlseil. Stahlträger hochklettern. Nö, läuft nicht. Wenn jetzt ein Zug vorbeikommt, bin ich aufgeschmissen. Komm, Ausdauer. Fang dich. Wir wollen hier schließlich noch zu was kommen. Ich dachte, da wäre einer gerade. Ach ja. Man kann hier niemandem vertrauen, ne? Nicht mal den Zombies. Oder Dämonen. Oder was es ist. Da hinten ist so ein Garagenhäuschen, würde ich jetzt mal sagen. Boah, das geht echt viel schneller, wenn man die auch so einfach aufladen lässt wieder. Schade, dass man sie leer läuft. Okay, da ist ein Heli auch gecrashed. Kommen wir da hin? Nee. Oh, warte mal. Ich habe gerade was mit Sota gelesen. Wir sind ja in dem Clan Sota. Sons of the Apocalypse. Ein kaputter Heli. Ich glaube hier schon... Ja, was ich logisch finde, ist, dass das Haus nicht am Arsch gegangen ist, ne? So ein Heli in Haus crasht, dann steht auch beides nicht mehr. Also das heißt dann... Das Haus steht natürlich trotzdem noch ein klein wenig, aber... klein wenig Sachschaden ist da wohl nicht zu verhindern. Alter. Ich will nicht wissen, was das für ein Viech ist. Irgendwie will ich jetzt doch nicht mehr wissen, was das für ein Viech ist. Ich hätte mir ja denken können. Okay. 30 Minuten Survival Bonus awarded. Alter. Aber geil, weißt du, erstmal einfach so Level 7 werden. Gut, wir nehmen Strength zweimal. Einmal. Haben wir Geld gekriegt? Ja, wir haben Geld gekriegt. Gut, dann können wir das auch gleich wieder ausgeben. Wir können diesem Viech richtig geil einen auf die Schnauze geben. Ja, hast du mich nicht gesehen? Ich bin so sneaky für dich. Mhm. Jetzt gehen wir da schön hier lang. Er hat uns noch nicht gesehen. Ich will langsam Herzklopfen, ne? Ich weiß nicht, wie ich auf die reagieren soll. Oh. Er hat uns bemerkt. Alter! Hat er mir gegeben. Ja, nur weil du so ein cooles Auge hast, der und ich nicht. Alter. Doch, der sackt direkt vor mir auf, ne? Ja, wir haben ihn gekillt. Er ist gar nicht so mighty. Wir sind viel stärkerer. Rara. Komm, wir haben nur 300 Leben verloren. Der war Pillepalle hier. 7 Schläge oder sowas. Ja, komm, wieder so viel Ammo-Zeugs. Ja, nimm einfach mit. Oh, geil. Also bei solchen... Gut, dann merke ich mir das. Hm.
toll. Das war ein Reaper. Escort Mission available. Da steht Unlock. Nee, Search. Geil. Nice. Ich hätte mir irgendwie... Schon wieder so ein neuer, ey. Komm her. Hab dich getroffen, Alter. Ich hab dich getroffen. Komm, fress die Scheiße. Geiler Butterknife hier. So. Weg mit dem. Aha. Dann fressen wir erstmal hier unsere geilen Chips. Da ist nix. Ich sagte mir, es ist Escort Mission available. Komm, wir gehen da nochmal hin. Gucken. Was das ist. Oh, das war so weit weg. Oh Mann, ich hab keinen Bock dahin zu laufen. Da haben wir noch so geilen Stuff gefunden, so Waffenzeugs und so. Komm, egal, scheiß drauf, wir haben nichts zu tun. Das heißt, wir haben halt kein Ziel oder so. Also rennen wir da einfach mal hin und gucken. Ja, wir suchen die Party einfach, ne? Wir suchen das Glück und die Liebe. Ganz viel Liebe. Also das war hier ein Reaper. Ein Reaper. Aber mal, das ist echt Reaper-Auge? Watcher. Ne, da warst du ein Watcher. Okay. Never Claw, Never Bone, Never Blood. Okay, das ist nix. Hinten habe ich einen gehört. Das ist Stress, hm? Beach. Macht dich kalt. Spaß. Ah, Escort Mission. Irgendwo da hinten. Gucken wir mal, wen wir hier eskortieren müssen. Wenn dann. Sicher, da steht wieder niemand. Warten. Oh. Ah, die Escort Mission Alarmierung hat uns ja schon irgendwie so geholfen. Ne? Wenn es seine Waffe da drin ist, das wäre schon ziemlich nice. Jetzt steht da. Und jetzt stehen da Unlock, dann hätte ich gekotzt, ey. Nämlich das Bolo-Schwert. So, Bolo-Schwert zieht. 370. Alter, nice. Drop gleich weg mit der Kacke hier. Und das hier, 150. Perfekt. Er nimmt immer direkt den Rucksack in die Hand. Das heißt, hier haben wir 150. Wenn wir Strength leveln, dann können wir hier übrigens mehr tragen. Also, das sind nur für verschiedene Objekte. Das heißt, dass wir 150 Objekte tragen, mitnehmen können. Und das andere ist halt einfach, dass wir vom Gewicht her so viel tragen können. Haben wir letztes Mal rausgefunden. Okay, geil. Hier sieht man ganz genau, dass ich volle Kanne nicht irgendwie irgendwo drin bugge oder so. Nein, nein, das ist vollkommen logisch. So ist es bei mir zu Hause auch immer. Ich stehe in der Luft, wenn ich auf irgendwas zulaufe. So, jetzt gehen wir nicht zu dieser Drecks-Escort-Mission. Alter, dieses geile Schwert, ey. Zack, zack. Das greift doch schneller an, glaube ich. Habe ich das Gefühl gehabt, gerade eben. Komm, hüpf da rüber. Ja, Wunderbärchen. Wunderbärchen. So, jetzt will ich aber, dass da irgendein Mongo steht, dem wir helfen können. Jetzt werfe ich dich hier ab. Kacke hier. Bam. So, wir sind da. Jetzt müsste hier irgendwas zum Eskortieren sein. Wie der liebe Gott es will, ist hier nichts. Okay. Es ist auf einmal verschwunden. Verschwunden. Hm. Merkwürdig. Mal verschlagen. Lass mal zu dem Outpost gehen. Weißt du, wenn wir schon von hier nach da gegangen sind, können wir auch weiterlaufen. Das heißt, wir... Supplies are being dropped at Bennett Park. Loot Drop. Toll. Und jetzt bin ich da nicht, ne?
Was eine Scheiße, ey. Loot Drop ist immer geil. Das heißt immer geil. War geil das letzte Mal. Es sind halt viele Spieler da, muss man halt aufpassen. Aber da haben wir nette Spieler kennengelernt, beziehungsweise wir haben mit netten Spielern halbwegs kooperiert, denn einer hat einfach alle wieder geballert, der Mongo. Aber wir gehen jetzt erstmal einfach zu diesem Trainyard Outpost und gucken mal, was da so für eine Party abgeht. Und wie schön es da aussieht in Sachen Looting und so. Geil, zwei solche Karawanen, ein Auto noch dazu. Nice! Und man kann searchen. Wunderbar. Ah, und ich habe das Gefühl, mein Spiel hängt. Denn... Ah. Ja, ich muss drum rumlaufen. Ja, ich habe jetzt keine Energie mehr. So, jetzt können wir searchen. Nee, können wir nicht. Funzt nicht. Komisch. Ist natürlich geil, wenn man searchen will und dann klappt das nicht. Hier geht's aber, komischerweise. Wow. A shovel. Crunchy Bands, das ist gut. Brauchen wir. Oh, falsche Taste. Ich wüsste halt jetzt gerade nicht mal, ob das schlecht ist, wenn wir das Ding einfach dahin gepfeffert haben. Ich will jetzt einen von diesen Dingern ausnehmen hier. Kann man nicht. Drecksteil. Hm. Schade. Kann ich das auch ausnehmen, gell? Ja. Lassen die alles mitgehen. Ich hör Viecher. Böse Viecherts. Nur was Kleines? Nee. Ich weiß, dass auf einmal so ganz viele Viecher auftauchen und uns erstmal richtig dick ficken. So. Bandages! Nice! Bandages sind doch mal mega teuer. Oh, gut, und Getränk. Dann können wir schon mal hier langsam anfangen, unser Leben zu regenerieren. Bandages heilen wir uns auch erstmal ein klein wenig. Crunchy Bands, ja, die drücken wir uns auch gleich rein. Zack. Friss die Scheiße, wir wollen schließlich überleben. Das ist Chips, das Beste, was es auf der Welt gibt, ey. Nichts ist besser. Chips einfach. Chips for Survival. So, wir müssen jetzt hier rüber. Never search is underway. Never search. Ah! Underway heißt für mich unten drunter. Ich bin so richtig intelligent, dass ich das jetzt erst gemerkt habe, ne? Jeder von euch hätte gedacht, so, ja, was sind Never Searches? Ja, guck mal unter dir. Also, drunter irgendwo halt. Aber ich, hey, erstmal nach 20 Mal sehen. Erstmal dann peile ich das, weil, weißt du, ich bin ja hier Maximum Skill LP. Ne? Da kann man Sachen halt nicht einfach schnell verstehen. Da braucht man seine Zeit. Oh, jetzt wollte ich da reinspringen, wie so ein Schornsteinfeger. Never search is underway. Wenn die unten drunter ist, muss man da auch irgendwie hinkommen. Vielleicht versuchen wir erst hier da hinzukommen. Oder? Das sagt die Karte. Ja, die Karte sagt, dass da was ist. Ja, dann versuchen wir es einfach. Kann nur schief gehen. Safe Zone. Eine valide Safe Zone. Das ist schon mal ziemlich gut. Und da steht ein anderer. Protected. Ah, wir können Guns craften. Okay, können wir nicht, weil wir zu scheiße sind. Okay, was will der hier? Never potion. Potion made from rare is never part of bodily fluids. You have to release it. Okay. Golden keys. Ah. Interessant.
Ja, komm, dann. Gib her. Komm, ich will klauen. Komm, wir werfen da auch was rein. Yay, wir haben die Schlüssel. Nice. Und ich muss dann so geben und nehmen, so nach dem Motto. Store. Was ist das? Eine Machete? Wie zieht unseres? Genau so viel. Mahlzeit. Crunchy Bands. Ich glaube, ich kauf eins davon. Zwei. Da gibt's dir die Echse und sowas sind so billig. Zahlst du nix für. Kleinen Moment. Und wieder da. Mutti hat mal wieder gestört. Wir gucken mal weiter im Store rum. 150, 200, 250. Batman Bandana. Ja, weißt du, haben wir das einmal auf, wenn wir einmal abgeknallt und fertig ist mit. Deswegen kaufe ich mir sowas nicht. Global Inventory. Na, bitch. Ja, ist mir egal, was ihr wollt. So. Trade with the order. Die Augen bringen also eigentlich nicht viel. Was das bringt, ist das hier. Nur weiß ich nicht, was das ist. Schade. Na gut, wir gucken mal. Vielleicht kann man was verkaufen. Ich weiß es nicht. Achso, eh. Sell. Wir testen es mal hier, das da. Sell, ja. 5. Das Nette ist, der Preis steht nicht mal irgendwo angeschrieben. Ich glaube, du gibst da einfach irgendwelche Scheiße ab, die du nicht mehr willst. Da, komm. Kann man nicht mal verkaufen. Ist so scheiße, kann man nicht mal verkaufen. Komm, Quickslot 5, ja. Gut, hier. Geht auch nicht. Drop. Das Never-Zeug, sowas kann man verkaufen. Auch verkaufen. Fuck off, Incent, Insect Repellent. Wenn wir das da haben und ein Shotgun Frame, glaube ich, irgendwie sowas. Also nicht, dass hier irgendwas anderes. Dann können wir, glaube ich, diese eine geile Waffe herstellen. Er guckt mich so fies an, der eine da. Nochmal, wie war das nochmal? Craft Guns. Zeig mal da. Das da und ein Scope. Ein Double Scope. Okay, oder irgendwie sowas. Den da krieg ich wie? Also weil die Waffe mega geil ist halt einfach. Da mir würde das hier fehlen. Das habe ich das. Dieses Fernrohr. Dingsbumsteil, da habe ich nicht. Das habe ich. Eine Schaufel kann man eine Waffe craften. Wie durch ist denn das Spiel? Sniper Rifle. Kannst du hier gar nicht gebrauchen, glaube ich. Oder? Weiß nicht, ob ich es gesehen habe. Also brauchst du Schaufel, um einen Sniper Rifle zu machen. So. Und jetzt sag mal noch einmal, dass irgendein Spiel nicht logisch ist. Das ist nämlich denn dieser Griff. So, und was wollen sie hier? Hier tauschen sie dein Never-Zeug. Da sowas 6-mal zum Beispiel. Ich glaube, ich schreibe mir irgendwann schreibe ich mir die Scheiße auf, wenn ich weiß, wie es heißt. Und wir haben. Ach, wir haben zwei Päckchen, ne? Green Trader in High-Rise Trade Outpost. High-Rise. Da! Joa, ich würde sagen, das machen wir nicht. Da wartet einer. Can't fire in a safe zone. Doch nichts zu tun, oder? Ja, aber ich vertraue denen jetzt überhaupt kein Stück. Aber wir haben übrigens ein Level gemacht vorhin gerade.
Oh, ich weiß auch nicht wieso. Ich hab's nur bemerkt, weil wir auf einmal Level 8 waren. Gut. Oh, noch ein Päckchen, Alter. Green Trader in High-Rise Outpost. Ich würde sagen, weißt du, wenn wir das dann das nächste Mal machen. Ach, guck mal, da Wave, wir können hier überschreiten. Und der Select oder wir können gerade richtig geil überschreiten. Komm, dann tun wir das auch mal ein wenig ausnutzen. Too heavy, 16, ja, genau. Sieht man nicht irgendwie, dass das schon zu schwer ist. Die haben halt Waffen, da habe ich keinen Bock irgendwie abgefuckt zu werden. Naja gut, ich würde sagen, ja, das war ein wenig Looting, ein wenig vorbeischauen. Zwei kleine, wie heißen die, Watcher gekillt. Easy peasy. Oh, da hinten läuft auch noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen vorhin. Da hinten läuft auch noch einer. Also hier ist voll viel los. Ja, ich werde mal wieder gerne versuchen, zum High-Rise-Outpost zu kommen. Irgendwann mal. Und vielleicht werden wir dann auch nicht mehr zu zweit sein. Naja, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar, ein Like da, wenn ihr vielleicht mit mir zocken wollt. Vielleicht schaffen wir es irgendwie. Nicht sicher, aber können wir mal gucken. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!